Hallo und herzlich willkommen zum Natch Leadership Podcast. Du hast die Mittwochsgedanken. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du reinhörst. Ganz oft ist es ja so, dass wir in Situationen geraten, wo wir jetzt, sagen wir mal so, nicht die beste Version unserer selbst sind. Wir würden es gerne anders machen, geraten dann aber, ja, keine Ahnung, in schlechte Gedanken oder es läuft einfach so das Programm ab, was wir sonst auch immer am Start haben. Unter Stress sind wir halt nicht die beste Version unserer selbst. In meinem Buch Die Kunst, kein Arschloch zu sein, habe ich immer wieder eine Technik, mit der wir uns ganz gut verbessern können, erwähnt. Und zwar, such dir ein Vorbild. Such dir ein mentales Vorbild, beziehungsweise such dir einen mentalen Coach. Das heißt, in deinem Kopf suchst du dir jemanden, der ja, sich in der Situation vielleicht gerade wahnsinnig gut verhalten hätte oder verhalten würde. Natürlich immer gesetzt im Fall, ist es nicht so viel Stress, dass das Programm schon durchgelaufen ist. Aber auch im Nachgang kannst du nochmal gucken, ach so, ja, hier, guck mal, wer wäre denn mein Vorbild? Wer würde sich in so einer Situation denn zum Beispiel wahnsinnig gut verhalten? Vielleicht ist es der Dalai Lama, vielleicht ist es Barack Obama, vielleicht ist es irgendein toller Sportler oder vielleicht einfach nur deine Oma. Bei mir ist es ganz oft meine Oma, die sich immer sehr positiv geäußert hat und ein wahnsinnig positiver Mensch war. Wenn ich zum Beispiel sehr down bin, dann überlege ich mir, ach Mensch, was hätte Oma Else denn jetzt in dieser Situation gemacht? Wer sind deine mentalen Vorbilder? Und du kannst dir dann vorstellen in der Situation, dass du mit diesen Menschen wirklich sprichst. Und was würden die dir sagen? Was würden die dir raten? Das hilft ganz oft. Wir glauben zwar, ach ja, was ist das denn für ein komischer, ja, was ist das denn für eine komische Technik? Was soll das denn? Wenn du dir aber wirklich vorstellst, stell dir mal vor, du bist in einer Führungssituation und ja, weißt gerade nicht, wie du damit umgehen sollst. Und du würdest tatsächlich mit Barack Obama sprechen. Was würde der sagen in seiner Art? Was glaubst du, wie der reagieren würde? Das hilft ganz häufig. Muss nicht Barack Obama sein, muss auch nicht Oma Else sein. Nicht jeder hat eine Oma Else. Aber such dir deine Vorbilder für bestimmte Situationen. Gerne auch mehrere. Das hilft ungemein. Probier es einfach mal aus. Und wenn du es ausprobiert hast und es hat geklappt, freue ich mich auf eine Rückmeldung. Auch wenn es nicht geklappt hat, dann kannst du ja nochmal dich auch zurückmelden und sagen, du weißt was, Anja, das war aber ein blöder Tipp. Freue ich mich auch drüber, auch darauf gehe ich ein. Und dann können wir ja mal drüber sprechen. Das war's von mir für heute. Das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Tschüss, bis dann!